Jetzt aber mal Schluss mit lustig. Philipp Missfelder, Chef der Jungen Union, sondert so viel geistigen Unrat ab, dass man ihn auch den Güllebubi der CDU nennen kann. Schon vor Jahren wollte er den Senioren keine künstlichen Hüftgelenke mehr gönnen. Wenn du alt bist, kannst du ruhig humpeln. Und seit ein paar Tagen wissen wir, Hartz-IV-Empfänger sind nur Säufer und Kettenraucher. Missfelder redet nicht nur so irre auf Norddeutsch mäht, er ist es. Deshalb jetzt für alle zum Nachsingen das Lied von Dennis Kaub und Maria Behrensen auf Mäd Missfelder, diesen sozialdarwinistischen Politschnösel. Du bist groß und dick, man kennt dich schon, das Riesenbaby der Union. Was soll das? Hm? Was soll das? Weil du ne kleine Nummer bist, machst du gern ein auf Populist. Du kannst nix, rein gar nix. Die Alten kriegen von dir nix geschenkt, schon gar kein neues Hüftgelenk. Du spinnst doch, du spinnst doch. Womit haben wir das verdient, dass der uns so blöde angriet? Warum hat uns denn vor dem niemand gewarnt? Oh, der will nur seine Fresse schön immerzu in der Presse sehen. Hat uns echt schockiert, hätten ihn gerne ignoriert. Aber der hat ja gleich auf Rübel gemacht. Ich kann mir die Unabhängigkeit leisten, als Vorsitzender der Jungen Union auch unpopuläre Sachen zu sagen. Du denkst, jeder Deutsche mit Hartz IV kauft eh nur Kippen, Schnaps und Bier. Bloß sag was, bloß sag was. Einfach mal einen rausgelallt, du bist halt gern mal zu herzlos und sehr kalt. Was soll das? Was soll das? Oh, womit haben wir den verdient? Das dicke CDU-Wunderkind. Warum hat uns denn vor dem niemand gewarnt? Oh, so einen arroganten Sack, den haben wir doch schon mal gehabt. Hat uns echt schockiert, 16 Jahre durchregiert. Nicht, dass auch der noch so eine Karriere macht. Nee, bitte nicht, ne?